Nächstes Game. Konzentration. Oh, nice, Sam. Nice, das nice. Jo moin, in der letzten Stream sind wir live auf Platz 3 der Welt gebucht. Es war extrem nice, wie gesagt, nachdem ich den Elixir Golem gemaxt habe. Elixir Golem ist einfach so eine starke Karte. Wir haben es wieder mit dem Elixir Golem Nightwish Cycle Deck geschafft. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euch noch auf dem Kanal wünscht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, lasst sehr gerne ein Abo da. Und ich denke, so allgemein könnt ihr gerne mal reinschreiben, was haltet ihr von diesen Live-Ladder-Pushes. Ich lade die Streamer jetzt hoch. Im Stream meistens könnt ihr gerne auch im Twitch-Link in der Videobeschreibung nachgucken. Da pushe ich meistens in die Top 3, Top 5 der Welt. Und die Highlights sage ich auf YouTube, weil ich das Gefühl habe, so die meisten von euch interessieren wirklich die Spiele gegen die besten Spieler der Welt. Und Ladder ist eigentlich für die meisten interessanter als Gun Challenge. Auf jeden Fall dazu die Meinung da lassen. Und ich wünsche jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video. So, wir sind im nächsten Game, Leute. Wir sind im nächsten Game. Oh, könnte Mortar sein. Spielt nur ein Cycle sicher mit Archers, mit Spearcops. Speed of Mortar, wie bitte? Wie bitte? Wir müssen von Musketier. Okay, ich hab das Deck gesehen, ja, Digga. Es ist halt echt so, ich weiß, er spielt. Holy moly, Pepperoni. Als ob er noch ein Poison hat. What the fuck? Achso, natürlich ist die am Turm. Macht Sinn, wenn der Baby dann direkt neben mir ist. Das war lächerlich. Das ist so ein schwitzer Game. Let's go, das war ein guter Move. Geil. Richtig geiles Game. Let's go, richtig geil. WTF. Nächstes Game. Konzentration. Oh, nice, Sam. Nicer Snipe. Gucken, was er spielt. Gucken, was er spielt. Nicer Snipe, Sam. Oh Junge, er countert mega, er hat Bombenturm Cycle, oh mein Gott. Ja, Start Counter Rip.
Also wenn er das verliert, sollte er sich Sorgen machen. Meine Wolke ist vom Turmscale nicht mehr draußen, was gut ist. Also okay. Gutes Gerichtsbüro. Reicht Snowball Poison für Nachthexe? Kann es mich einer im Chat bitte mal wissen lassen? Ja, müsste reichen. Ja, ja, okay. Er fehlt aber schon heftig rein gerade. Also bisher spielt das nicht gut. Gibt hier Nado. Das war ein scheiß Trade, aber bisher sieht es relativ gut aus. So. Oh Junge, die eine Bad macht Unehre. Oh, ist am Turm. Sehr, sehr nice. Erstmal Sam Hobbs genimmt, plus 25. Und damit sind wir auf Platz 7 der Welt. Richtig geiles Game. Der Lord Schnee. Ja, den kenne ich natürlich. Okay, wir haben nächstes Game, Leute. Okay, nächstes Game, Leute. Konzentration, was spielt er? Digga, minus 45 Income. Aua, minus 45 Income. Was spielt er? Welp, was spielt er? Snipe. Warum kann man hier Snipe? Einfach so random aus Prinzip oder. Golem, Grabstein, Isis, Rocket. Fuck man, Alter, das Matchup ist mega scheiße. Lavaloon? Nee, nicht Lavaloon. Das Matchup ist nicht gut. Das Matchup ist einfach nicht gut. Golem Baby, Eismal, ja. Golem Baby, Dragon, Nightwitch. Warte, okay, okay, okay. Das Matchup ist nicht gut, Leute. Der Nado ist gut. Glaube ich zumindest. Kill die Bats. Sehr, sehr gut. Okay, war ganz guter Damage. Auch wenn er jetzt einen massiven Elixier-Vorsprung hat. Mal, er hat nicht mal einen Elixiervorsprung, lol. Interessant. Warum hat er keinen Elixiervorsprung? Wir müssen reingehen, wir müssen reingehen. Ist das die richtige Entscheidung? Ich kann nicht hinsehen. Ist das die richtige Entscheidung, reinzugehen? Jetzt kann das wir gleich gefreecount werden, ich habe Angst. Hier hat Rocket. Das Hunter Nado. Nado war scheiße. Dann hauen wir den Lightning rüber. Hier gibt es so das Drachenbaby. Okay, wir haben es gleich bekommen.
Fuck, man, das war bad. Welp. Oh Junge, stirb doch einfach. WTF. Konzentration, Leute. Eigentlich müssen wir es versuchen zu drawen irgendwie. Hoffentlich schaffen wir das. Sagen wir, es hacken einfach die ganze Loft auf seinen Tombstone. Jetzt geht er hier rein. Machen wir das Gleiche. Yes, let's go. Richtig geiles Game. Sehr, sehr nice. Oh mein Gott, geil. Okay, los. Nächstes Game. Was spielt er? Okay. Oh ne, Henker Cycle schon mal nicht gut. Okay. Ich würde sagen, war gut gespielt. War auf jeden Fall gut gemacht von mir. In der Situation zumindest. Ob er einfach Sparky Cycle spielt.
Predict. Predict, sehr gut. Kriegt den Hit raus. Nice. Geil. Sehr gut, das reicht. Das ist der Turm. Das ist der Turm. Wir müssen noch verteidigen. Das ist ein schlechter Spark. Wieder reicht nicht. Wir zeigen zwei Loks durch, damit wir das alles defensiv noch haben, den Lightning. Wir sollten das Game gewonnen haben. Einfach einen defensiven Elixir Golem. Sehr, sehr nice. Was ein richtig geiles Game, dass wir gegen den gewonnen haben. Das befriedigt gerade meine Sinne. Richtig geil. Nice. Könnt ihr auf jeden Fall sicher sein. Nächstes Game. Oh, wir spielen gegen Carnage jetzt, glaube ich. Okay. Ich glaube, es ist Carnage. Mal schauen, was er spielt. Oh, ist Icebow. Nee, Pekka. Germany, no, yeah. Until the world finds, I'm gonna stay here. Oh, Digga, was spielt er denn? Geh mal rein, weil er keinen Henker mehr im Cycle hat. Interessanter Nade von ihm. Und wenn er keinen Henker am Cycle hat, sollte ihr eigentlich mal mit Nachtexel-Elixir über die Brücke gehen, auch wenn es dumm klingt. Ist eigentlich so der beste Tipp. Digga! Das war lächerlich. Leiden wir das, ist gute Value. Digga, hat er Rakete? Was ist sein großer Spell? Okay, okay.
geht's. Konzentration. Konzentration. Ich glaube, wir wurden gesniped, Leute. Ich glaube, wir wurden gesnüppelt. Geil, geile Defense. Das Matchup ist extrem scheiße. Also wer es nicht weiß, sein Deck wurde gebaut, um die E-Golden Decks zu countern. Das Matchup ist extrem scheiße. Ja, machen wir es jetzt hier so. Okay, das Matchup ist extrem schwer. Das Matchup ist extrem schwer. Er hat auf jeden Fall ein Matchup. Ihr seht, wie schwer es ist, ihr seht, wie schwer es ist. Wir gewinnen das. Komm, komm, komm. Wir gewinnen's. Wir gewinnen's! Let's go! Oh mein Gott! Wir gewinnen das nächste Game. Plus 17 Pokale. Und wir sind damit Platz 3 der Welt. Geil!